Ich bin kein Arzt, das will ich hier mal von vornherein festhalten. Aber ich habe einen normalen Menschenverstand, den ich benutze. Und ich benutze gern mein eigenes Gehirn und nicht das vorgefertigte Meinungsbild der Medien, der Massenmedien oder der Massenbevölkerung. Ich habe bei Welt Online einen Bericht gefunden, da wird ein Corona-Lazarett gezeigt, ein angebliches, welches eingerichtet worden ist, laut diesen Bildern. Die Bilder davon, 3 Stück, von außen, dass ihr seht, wer diesen Bericht gepostet hat, und dann zoome ich rein, dass ihr seht, worum es da geht. Da stehen nämlich die Beatmungsgeräte. Angeblich brauchen 5% aller Corona-Erkrankten eben intensive Betreuung durch Beatmungsgeräte. Durch Beatmungsgeräte. Wohl bemerkt. Jetzt schauen wir bitte auf die Fotos, was für eine Art Beatmungsgerät da in diesem Corona-Lazarett neben den Betten aufgebaut ist. Deswegen habe ich in diese Fotoreihe reingezoomt. Und jetzt werden natürlich manche fragen, okay, gut, das sind halt Beatmungsgeräte, was will er uns jetzt sagen? Ja, mir kam das irgendwie leicht bekannt vor, muss ich ehrlich zugeben. Nanu, was haben wir denn hier? Ein Beatmungsgerät. Ja, das ist ja hart. Also, jetzt zeige ich euch noch, wie schwer das zu bedienen ist. Ich setze hier also meine Corona-Beatmungsgerätmaske auf und dann drehe ich hier auf und dann drehe ich hier auf. Ja, und dann funktioniert das Ganze, dann wird man praktisch beatmet. Ja, das wollen die uns praktisch mit diesen Bildern suggerieren. So sieht also ein Corona-Beatmungslazarett aus. Totaler Bullshit, wer so einen Dreck glaubt. Hier handelt es sich lediglich um eine stinknormale Sauerstoffflasche, die jedes kleine Kind bedienen kann. Und wenn sie ein kleines Kind bedienen kann, dann stelle ich auch einfach mal so in den Raum, dass die meisten, selbst 80-Jährigen und damit eben auch die meisten Risikopatienten diese Sauerstoffflasche bedienen können, ohne dabei eine Intensivbetreuung zu benötigen. Und ein richtiges Beatmungsgerät sieht nämlich auch ganz anders aus. Dazu nehme ich dieses Foto jetzt. Ich denke, selbst dem größten Laien sollte aufgefallen sein, dass da was nicht stimmen kann mit den Beatmungsgeräten. Und vor allem sollte der Unterschied auffallen zu der Maschine in dem Foto jetzt davor. Und der Unterschied ist auch beträchtlich. Bei dieser Sauerstoffflasche hier inhaliere ich selbstständig den Sauerstoff. Also ich inhaliere den selbstständig und bestimme nur noch hier die Bar Druck pro Minute, was weiß ich, ja. Aber Liter pro Minute, aber... Ich inhaliere diesen Sauerstoff selbstständig. Während diese Beatmungsmaschine, wie in dem zuletzt gezeigten Foto, die beatmet den Menschen, der eben selbstständig nicht mehr atmen kann. Und da wird eben auch deshalb auch diese Computerüberwachung, die bestimmt den Druck ganz genau, alles medizinisch und ja, da sind Ärzte nebendran. Das ist eine Intensivbeatmungsbetreuung oder wie man dazu dann eben sagt, Intensivbeatmung. Mit Betreuung, weil das eben im Krankenhaus stattfindet, ja, und diese Maschine eben auch sich praktisch der menschlichen Atemrhythmik anpasst, ja, darum geht es bei dieser Intensivbeatmungsbehandlung, im Gegensatz zu der üblichen Sauerflasche, die ich hier habe und die in diesen Fotos aber gezeigt wird, in diesem angeblichen Corona-Lazarett, was für mich dadurch total unglaubwürdig wird. Man sieht auch nicht irgendwie... es geht bei Corona immer noch um einen Grippevirus, wenn es auch ein aggressiverer ist angeblich, ja. Dieses Lazarett sieht für mich nicht unbedingt geeignet aus für Grippeerkrankte. Diese Riesenhalle, diese Riesendecken. Was denkt ihr, wie warm oder kalt es da sein wird? Also für mich sieht das unheimlich nach Fake aus. Was meint ihr?
Oh, hey, ich bin der Staat. Ich darf das. Also Leute, ich bin zwar nur ein Elch, aber ich würde euch echt langsam empfehlen, aufzuwachen.